In diesem Video erfährst du, wie du Medien in Shotcut importieren kannst. Klicke mit deiner Maus auf die Wiedergabeliste. Gehe mit deiner Maus nun auf das dritte Symbol von links, sodass sich ein neues Fenster öffnet. Hier findest du nun die Materialien, die du im Vorfeld heruntergeladen hast. Das Projekt 1. Klicke nun auf Videoclip 1 und auf Öffnen. Nun erscheint das Video in der Wiedergabeliste. Diesen Vorgang wiederholen wir nun noch einmal mit Videoclip 2. Auch diesen findest du nun in der Wiedergabeliste. Per Drag and Drop, also dem Ziehen und Ablegen, kannst du nun das Videoclip in die Zeitachse ziehen. Das machst du auch mit dem zweiten Videoclip. Die beiden Videos werden nun hintereinander angezeigt.